selber gebastelt habe. Und zwar geht es darum, halt verschiedene Plagen durch Elektrolyse zu bekämpfen. Ja, ich weiß nicht, wie ihr es machen wollt. Sollen wir gleich die Fragen, wenn ihr habt, stellen oder sollen wir sie am Ende sammeln? Aber ich würde sagen, vielleicht, wenn ihr irgendwas habt, einfach schnell melden, dann können wir es zwischendrin beantworten. Okay, kurz zu mir. Also ich bin in dem Bereich nicht beruflich tätig. Ich mache jetzt seit so 2005 etwa Meerwasseraquaristik. Vielleicht kennt ihr mein Becken auch, das aktuelle, das untere, schon ein paar von Instagram und so. Eigentlich mache ich Softwareentwicklung, also wie gesagt, so mit Meerwasser an sich habe ich beruflich nichts zu tun, bastel aber halt gern Sachen und probiere die aus, so wie jetzt das heute auch, was ich so aus den USA ein bisschen gesehen hatte und mich etwas gewundert habe, dass es das in Deutschland weder zu kaufen gibt, noch groß schon irgendwelche Anleitungen und so. Am Anfang kleine Warnung. Also wir haben es halt mit Strom und Salzwasser zu tun, da kann man viel Blödsinn machen, wie ihr eben selber wisst. Das heißt, für etwaige Probleme, die eure Nachbauten oder so machen, habe ich nichts damit zu tun. Das macht ihr auf eigene Gefahr. Genau, klar, das zeige ich nachher auch noch, warum. Also es kann Lebewesen schädigen. Wir wollen ja eigentlich so die Glasrosen und andere Sachen damit kaputt machen. Deswegen könnte man auch LPS oder andere empfindliche Korallen halt damit schädigen, dass man auch ein bisschen vorsichtig sein muss. Zur Warnung gehört auch, dass man mit diesem Gerät eventuell Chlor produzieren könnte. Ist zwar relativ unwahrscheinlich, dass das in großen Mengen passiert. Wasserstoff auf der anderen Seite haben wir dann relativ viel. Zeige ich nachher auch genau, wie das geht. So dass man sicherheitshalber, das habe ich auch so aus US-Foren, das pro 100 Liter Beckenvolumen eigentlich nur maximal 5 Minuten Strom durchjagen sollte. Sonst produziert es halt schon relativ viel Wasserstoff. Okay. Wäre jetzt mal die Frage, würde mich interessieren, bei mir sind jetzt so die Glasrosen nicht so das Riesenproblem, dafür sind diese Manianos, diese Feueranemonen ein Problem. Wer hat denn von euch auch so schöne, sieht man hier so ein bisschen diese braunen Büschel oder auch gerne auch mal ein bisschen grüne, hat von euch jemand zu denen befallen? Okay. Und wie sieht es mit Glasrosen aus? Das ist wahrscheinlich schon mehr, oder? Okay. Okay, da muss ich gleich dazu sagen, also dieser Zauberstab, das kommt übrigens auch aus dem Amerikanischen, der heißt da dann Mariano Wendt als Zauberstab, als Produkt, den kann man auch fertig kaufen in den USA quasi, ist da aber auch relativ teuer und hier nach Europa kriegt man den wohl gar nicht. Der ist bei Marianos, klappt es zumindest bei mir sehr gut. Ich habe jetzt auch von verschiedenen Leuten, die das nach einem Blogartikel, den ich geschrieben habe, auch schon nachgebaut haben. Da kommen auch relativ gute Erfahrungen damit. Es funktioniert aber mit den Marianos besser als mit den Glasrosen, weil die Glasrosen einfach sich dermaßen schnell zusammenziehen, dass man da schon fix sein muss, dass man die auch erwischt, während diese Feueranemonen einfach fleischiger sind und nicht sich so schnell zurückziehen, sodass man die eigentlich meistens besser erwischt. Das Foto hatte ich jetzt mal reingenommen, weil das jetzt so ein bisschen vorher-nachher ist in einem Bild. Auf der rechten Seite, wo man halt noch sehr viel von dem Bewuchs sieht, das ist so, sah mein Becken in großen Teilen leider vor der Behandlung aus und links ist jetzt in dem Fall zweimal behandelt. Also mit einmal wird man nicht immer alle erwischen, weil manchmal halt einfach welche noch eingezogen sind und so. Aber ich denke, das sieht man schon relativ gut, dass es ist zwar eine ganz schöne Arbeit, je nach Beckengröße die Dinger wegzubekommen, aber ich habe damit eigentlich die besten Erfahrungen von all den Methoden, die ich halt so ausprobiert habe. Das hier ist auch nochmal ein anderer Teil vom Becken, der ist dann halt in dem Fall links noch nicht behandelt und rechts war der Stein genauso voll wie jetzt eben auf der linken Seite und das war jetzt eben nach der zweiten oder dritten Behandlung, wo dann also wirklich kaum noch irgendwas von den Viechern da ist und sie kommen halt normalerweise auch nicht, wenn man das wirklich gründlich macht. Okay, so mal kurz zum Zurückschauen, was habe ich sonst schon alles probiert, das kennen die meisten ja wahrscheinlich auch schon aus ihrer aquaristischen Erfahrung. Gibt ganz gute Garnelen, mit denen ich schon gute Erfahrungen gemacht habe, wobei die auch wieder mehr so bei den Glasrosen helfen als bei den Manianos, nach meiner Erfahrung. Die Nacktschnecken kennt ihr bestimmt auch, die Bergias und dann halt verschiedene Fressfeinde an Fischen noch, die verschiedenen Falterfische, ich habe das mal irgendwie ein bisschen zusammengefasst. Also wie gesagt, die Bergias als Schnecken, dann die Pfefferminz- oder Rudermani-Garnelen, die Kükentali oder Kükentalsgarnelen, sorry. Mit denen habe ich übrigens, bevor sie mir weggefressen wurden, sind die besten Erfahrungen gemacht. Hat das von euch jemand, eine von den Garnelen? Okay.
Okay. Und das hat aber bei euch jetzt eher die Glasrosen auch oder halt gar nicht gebracht. Okay. Wechsel jetzt meine rote Wand. Also beide, egal ob. Okay. Also ich muss jetzt sagen, bei mir hat es. Gut. Also für eine Bergherzucht gut geeignet. Also ich muss sagen, ich habe mit den beiden Garnelen ganz gute Erfahrungen gemacht. Das Problem ist immer, die ganzen Lysmata sehen halt relativ ähnlich aus und man weiß dann letztendlich doch nicht unbedingt genau, ob man auch wirklich die bekommen hat. Ich hatte am Anfang immer so ein bisschen, ja, so 10 von der einen Art, 10 von der anderen Art und die haben so die ersten 2 Jahre vielleicht das Becken komplett sauber gehalten. Also da waren weder die Anemonen noch dann die Aptasia drin. Das Problem ist nur, ich habe in meinem Becken, wie man es vorher gesehen hat, ist es relativ groß und halt auch schon ganz schöne große Fische drin, unter anderem halt die verschiedenen Doktorfische, die zu meinem Entsetzen dann irgendwann mal entdeckt haben, dass die Garnelen sehr lecker schmecken und wenn man die dann halt nachgesetzt hat, war das dann ein bisschen teures Lebendfutter. Ähnliche Erfahrungen habe ich mit den Fischen gemacht, die man da halt normalerweise so empfiehlt. Pfeilenfische war natürlich eine der ersten Ideen, aber da weiß man ja auch schon so vom Hörensagen, die gehen dann auch mal ganz gerne halt auch an LPS oder so. Hat damit jemand schon Erfahrungen, dass die was bringen? Ja, wir haben einen Ring gehabt, der war zu verlässlich. Bitte? Also in Sachen Glasrosen. Okay. Okay. Also mein Problem war dann auch ein bisschen, der hat zwar sich tatsächlich erstmal drauf gestürzt, aber dann hat er irgendwann keinen Bock mehr gehabt und ist dann auf die Zoas gegangen und irgendwann dann auch auf die LPS und das ist dann natürlich weniger lustig. Klar, Falterfische gibt es auch immer als Empfehlung. Jetzt, ob der Schelmon unbedingt dran geht, das ist auch immer so eine Sache. Ich hatte einen, der hat es mal gemacht, einen anderen nicht. Was gut funktionieren soll, sind Fledermausfische, aber das verbietet sich halt bei den meisten allein mit der Beckengröße, weil die werden halt sehr, sehr groß, dass man die halt meistens nur als kleine nehmen kann. Also so habe ich da schon einiges an Fressfeinden probiert, hat leider aber letztendlich dann irgendwann halt wegen auch den, wegen den Lippfischen zum Beispiel, die haben dann auch irgendwann gemerkt, dass die Garnelen doch ganz lecker schmecken. Dann habe ich jetzt schon verschiedene Techniksachen auch durchprobiert, was bei den Manianos erstaunlich gut funktioniert, wenn man das Ding rausnehmen kann oder halt so ganz gut hinkommt, ist, wenn man sie unterm Fuß erwischt. Also das heißt, das klappt ganz gut. Bei den Glasrosen natürlich nicht so toll, die sind dann sofort weg. Aber zumindest bei jetzt den Manianos kann man das manchmal machen, aber man kann halt auch nicht immer alles rausnehmen. Bei mir sind es halt recht große Steine, die man dann nicht so einfach nehmen kann. Viele nehmen dann zum Beispiel auch Laser, da bin ich jetzt kein so ein Freund davon. Ich weiß nicht, hat schon mal jemand Laser eingesetzt, irgendwie, um was wegzusappen? Gut funktioniert? Muss nicht, ja, genau. Also das Problem ist halt, das sind die Laser, die dann die entsprechende Stärke haben, sind ja auch eigentlich nicht mehr so frei verkäuflich. Und das gibt es auch noch, das ist das Rechte, also wo er gerade drauf gedeutet hat, das ist das Reef Delete. Ganz rechts das mal von vorne gezeigt, normalerweise in den Shops und so sieht man es ja immer nur von der Längsansicht. Und das Ganze funktioniert so ein bisschen ähnlich, auch mit Licht. Also das heißt, da kommt dann allerdings kein Laserstrahl raus, sondern das ist dann UV-Licht. Habe ich aber auch keine so tollen Erfahrungen gemacht. Also beim Laser, wie gesagt, bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil eben eigentlich nicht mehr so verkäuflich. Und dann kann man halt auch, wenn man die entsprechende Stärke macht, viel Blödsinn damit machen, wenn sich das im Glas reflektiert oder man aus Versehen reinguckt oder man einen Fisch im Auge erwischt oder so. Also auf jeden Fall war ich da jetzt auch nicht so begeistert. Von dem Reef Delete war ich jetzt auch nicht so begeistert, da habe ich sogar die zweite Version. Also bei Glasrosen hat es bei mir persönlich ganz gut funktioniert, solange sie relativ klein sind und schön durchsichtig sind, dann kann es klappen. Bei mir sind sie aber eigentlich dann immer wieder gekommen nach einer Weile. Würde mich mal interessieren, hat jemand gerade jetzt Reef Delete auch schon mal ausprobiert? Auch gute Erfahrungen oder eher nicht? Okay. Also es ist irgendwie so, das höre ich meistens, dass auch selbst die zweite Version, die ein bisschen stärker sein soll, nicht so toll funktioniert. Das Problem ist auch immer, dieses Ding hat halt so einen Taster, den man ständig gedrückt halten muss und das klappt nur, wenn man unter Wasser ist, sonst funktioniert das Ding gar nicht. Ich habe es dann so als kleiner Tipp, da gibt es so Zangen, die so Greifer, so Gummigreifer haben, mit denen kann man es dann ganz schön halten, ohne die ganze Zeit mit dem Arm komplett unter Wasser zu sein. Aber ich habe das Ding, also
Gerade die Manianos, die habe ich teilweise minutenlang bestrahlt und das hat denen überhaupt nichts ausgemacht. Bei Lasers dann auch wieder so die Sache, wenn die sich halt irgendwo einziehen in eine Höhle, was sie halt ja gern machen zum Schutz, dann erwischt man die dann auch wieder nicht. Was ich dann noch probiert habe, sind so verschiedene chemische Mittelchen. Hat da jemand schon Erfahrungen? Also jetzt gerade mit so Aptasia X oder sowas? Hydroxid, genau, das hatte ich so als das Pulver angedeutet, genau. Viele tun es ja auch einfach einbetonieren mit irgendwas, mit Zement oder sonst was. Hat bei mir irgendwie nicht so toll funktioniert, muss ich sagen. Also bei den Glasrosen auch wieder einigermaßen okay. Bei den Manianos, die hat das kaum gejuckt. Also die waren teilweise sogar am nächsten Tag oder am übernächsten Tag schon wieder da. Was ich jetzt zum Beispiel auch im Vivarium in Karlsruhe ganz interessant fand, die haben, wenn man da mal reinguckt oben, da durften wir mal eine Führung mitmachen, die haben da riesen Wasserkocher stehen, das heißt, die tun da Salzwasser kochen, tun das dann eben in Spritzen oder ähnliches aufziehen und tun dann mit kochendem Wasser irgendwelche Plagen wegspritzen. Kann funktionieren, ich war irgendwie zu faul dazu, die ganze Zeit halt mit, ich meine, die gehen da ja sowieso komplett rein zum Tauchen, da ist das auch nochmal was anderes, aber bei meiner Beckengröße hatte ich da keinen Bock, irgendwie die ganze Zeit baden zu gehen, mit dem heißen Wasser hin und her zu rennen. Sonst gibt es natürlich noch die anderen Mittelchen, da muss ich gestehen, habe ich jetzt auch nicht viel ausprobiert, wie zum Beispiel Salzsäure oder so. Die könnte man ja auch versuchen, direkt in die Glasrosen zu injizieren. Ich habe so ein paar kommerzielle Produkte ausprobiert, haben bei mir jetzt aber auch nicht so die Wende gebracht. Genau, und deswegen bin ich halt auf der Suche irgendwann auf diesen Manianowand gekommen, also auf diesen Zauberstab aus den USA. Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach, das funktioniert eben über Gleichstrom. Funktioniert allerdings auch nur bei Plagen, die halt so ein sehr wässriges Gewebe haben, also sehr viel Wasser enthalten. Wenn das komplett trocken ist, wie ja verschiedene, also wenn man zum Beispiel auch irgendwelche Steinkorallen unter Kontrolle kriegen will, da ist dann vielleicht tatsächlich Reef-Delete besser, weil die kann man dann durch die UV-Strahlung auch töten. Da klappt jetzt halt der Zauberstab nicht so toll. Auf der anderen Seite ist das auch ein kleiner Vorteil. Man muss zum Beispiel keine Angst haben, bei jetzt gerade zum Beispiel den Montipora oder bei den Acropora, wenn man an die drankommt, macht man nicht sofort viel Gewebe kaputt. Also das heißt, man kann auch am Rand oder auch sogar zwischendrin, also ich habe jetzt gerade in der, die sieht jetzt auch zum Beispiel schon gar nicht gut aus, die Acropora, weil die war komplett von unten her zugewachsen mit den Manianos und da habe ich selbst in der Koralle direkt mit dem Zauberstab gearbeitet und seitdem sieht sie wieder besser aus. Das heißt, man verletzt damit das Gewebe kaum und erwischt halt wirklich die Schädlinge. Von den Leuten, die jetzt das schon mal nachgebaut haben und mir Feedback gegeben haben, habe ich jetzt schon lustigerweise bei manchen sogar schon gehört, dass die es gegen Discosoma oder ähnliches einsetzen, wobei ich da jetzt noch nie so eine Plage hatte. Ich kenne das gar nicht, dass die sich dermaßen massenhaft vermehren, aber das hat auch jemand ausprobiert und hat gemeint, das funktioniert gut. Bei Zoas habe ich selber auch schon probiert, wenn man die aufspießt und damit dann halt auflöst, kann das auch ganz gut klappen. Bei Palituas hat es jetzt bei mir nicht so toll geklappt. Aber bei mir war jetzt auch der Haupteinsatzgrund eigentlich diese Manianos. Das würde mich jetzt auch mal interessieren, wer von euch hat denn jetzt noch gerade mit so Zoas, Palituas irgendwie Probleme, dass die alles überwachsen oder waren da alle vorsichtig? Okay, alles klar. Genau, also nochmal kurz zum Prinzip, das will ich jetzt auch gar nicht zu wissenschaftlich machen, aber im Prinzip ist es natürlich Elektrolyse. Also das heißt, ich habe an dem Ding vorne eine Titankathode dran. Und eine Graphitanode. An der Kathode wird dann eben Wasserstoff durch den Gleichstrom erzeugt. An der Anode wird hauptsächlich Sauerstoff erzeugt, aber es kann eventuell auch ein bisschen Chlor erzeugt werden. Normalerweise sollte das eigentlich in wässriger Lösung bleiben, aber theoretisch können es auch ausgasen und deswegen sollte man halt ein bisschen vorsichtig sein. Also klar, mit dem Wasserstoff wäre es natürlich nicht so clever, wenn man das stundenlang macht und dann halt sich eine Zigarette anzündet oder so. Genau. Und die zerstörerische Wirkung berührt also hauptsächlich auf diesen Wasserstoff, der eben an der Titankathode erzeugt wird. Das heißt, ich berühre das Teil, dadurch leitet das Gewebe auch Strom und in diesem Gewebe bildet sich halt der Wasserstoff und sprengt das Gewebe auseinander. Das habe ich nachher auch mal noch ein kleines Video, wie das dann aussieht. Und ich habe damit jetzt eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht, auch dass das sich nicht dazu beiträgt, dass sich das Zeug vermehrt. Also oft sagt man ja, bei den Glasrosen darf man eben keine Teile übrig lassen oder irgendwie ins Becken bringen oder so, weil das dann explodiert oder dass die sogar irgendwelche Keime oder sonst was eben aussenden, sobald man die angreift. Kann ich jetzt nicht behaupten, dass das bei mir irgendwie der Fall gewesen wäre. Also ich wende das jetzt seit einem knappen halben Jahr an,
War zwischendurch auch wieder ein bisschen schludrig, dann kommen die Viecher natürlich wieder, wenn man nicht alle erwischt hat. Aber also ich konnte auf keinen Fall sehen, dass das Ganze irgendwo zu einer zusätzlichen Vermehrung irgendwo beigetragen hätte. Also ich hatte wirklich nur die normale Vermehrung, die ich sonst eben ohne Behandlung auch gehabt hätte. Genau. Ja, wer das nachbauen will, das habe ich übrigens auch am Ende noch einen kleinen Link auf meinen Blog, wo halt ein genauer Artikel drin ist, was man alles braucht, sogar mit Bestellliste und so weiter. Also wer es mal nachbauen möchte, so kurz mal aufgelistet, das ist einfach halt ein Netzteil mit 12 Volt. Ich habe in dem Fall 1,4 Ampere genommen, wobei ich das in den Foren schon immer so mit 0,5 bis 2 Ampere irgendwo gesehen habe. Ganz wichtig in dem Fall ist, dass es eben auch kurzschlusssicher ist, also dass wir kein Netzteil haben, das sich dann halt selbst in Rauch auflöst, wenn man dann mal das durch das Wasser einen Kurzschluss veranstaltet. Genau. Was man noch braucht, ist eben die Kathode und Anode. Da habe ich jetzt schon gesehen, dass viele zum Beispiel Edelstahl nehmen. Das finde ich jetzt keine so tolle Idee, weil je nachdem kann es dann halt auch ganz schön rosten. Ich habe jetzt meinen Teil mal mitgebracht. Das ist jetzt seit, ja, wie gesagt, so seit einem halben Jahr im Einsatz. Da sieht man also noch überhaupt keine Gebrauchsspuren. Alles, was man vielleicht mal machen muss, ist so ein bisschen die Graphitanode ein bisschen frei rubbeln oder so. Genau, also wir brauchen Titan. Da gibt es übrigens ganz geschickt bei Amazon oder so, habe ich das auch verlinkt, aus dem Piercing-Bereich. Also da gibt es so medizinisches Titan. Das ist dann auch fürs Becken relativ gut, weil es halt eigentlich nichts abgeben sollte. Graphitanode ist auch klar, das kriegt man da genauso, habe ich auf der Liste drauf. Alles, was man dann halt noch braucht, ist zum Verbinden Kabelstecker, Schalter, wie man es mag. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich die Sachen, weil sich Titan halt nicht so toll löten lässt, einfach drum gewickelt habe, mit so einem Korallenkleber das Ganze fixiert habe und dann nochmal mit so von Arca ist, glaube ich, der Kleber, so ein schwarzer, um das Ganze zu isolieren. Und worauf man es dann baut, ist dann auch relativ Geschmackssache. Also ich habe dann einfach so PVC-Rohre, die ich noch übrig hatte, so 16 mm genommen. Das Coole ist auch, wenn man da dann noch irgendwelche Winkel oder was übrig hat oder auch bestellt, kann man sich damit dann auch das Ganze recht flexibel bauen. Ich glaube, der, den man kaufen kann, das ist einfach ein starrer Stab mit eben vorne dem Edelstahl dran. Und da kommt man dann halt manchmal wirklich nicht in die Zwischenräume oder irgendwelche Unterplatten oder so, habe ich zum Beispiel oft das Problem. Da wäre halt mein Tipp, macht einfach solche Winkel dran, verklebt die auch nicht, sondern steckt die nur. Und dann kann man halt das ganze Ding sich so zusammenbiegen, wie man das haben möchte und kommt auch prima in irgendwelche Spalten oder in irgendwelche Platten drunter oder in Hohlräume rein oder so. Okay. Genau, so sieht das Ganze dann aus. Nicht schön, aber es funktioniert. Also, wie gesagt, ist dann halt oben die Graphitanode, vorne der Titanstachel, der dann in die Glasrosen und so weiter reingeht. Was jetzt auch schon ein paar gemacht haben, die es nachgebaut haben, ist zu viel von dem Kleber drauf zu schmieren. Also muss sich natürlich klar sein, je mehr von diesem Kohlenstoff noch Kontakt zum Wasser hat, desto besser funktioniert es auch, weil mehr Strom fließt. Also das nicht bitte ganz einschmieren, sondern wirklich eigentlich nur unten zum Fixieren dran machen. Da sieht man auch ein bisschen zum Beispiel, Rot muss auf Schwarz, also das heißt, der rote Anschlussdraht kommt dann eben auf den Kohlenstoff und der Minuspol, also schwarze, kommt dann eben auf die Titanspitze. Genau, so sieht das Ganze dann auch aus. Wer es nachher mal angucken mag, liegt da vorne am Tisch. Ja, wie man dann das Ganze abschaltet oder so, das ist natürlich auch Geschmackssache. Ich hatte am Anfang so einen Taster überlegt, ob man das macht. Ich habe jetzt die beste Lösung gefunden, einfach so eine Fernsteuerung, also so eine schaltbare Steckdose. Also habe ich halt das Ding dann komplett stromlos, wenn ich das mag. Und ich lasse dann natürlich, wenn ich das anwende, auch nur dann Strom laufen, wenn ich dann auch tatsächlich an der Anemone oder an der Glasrose dran bin, um halt möglichst wenig Wasserstoff und möglicherweise auch Chlor eben zu produzieren. Genau, also das habe ich ja schon mal gesagt, man sollte halt gucken, dass man das nicht stundenlang macht. Wie gesagt, so aus den Foren war so der Richtwert 5 Minuten pro 100 Liter Wasservolumen. Vorher habe ich vorher auch schon mal gesagt, wäre keine so clevere Idee, sich da eben dann ausgerechnet eine Zigarette anzuzünden. Belüften tue ich halt auch immer, dass halt, falls doch mal Chlor entstehen sollte, dass man das halt möglichst abführt. Und naja, also wie man das Ding anwendet, ist leider auch so ein bisschen, da muss man schon ein bisschen geschickt sein. Also das heißt, das lernt man dann ja aber auch, weil man sieht, was wirkt und was nicht. Also das Tolle ist an diesen Anemonen, manchmal, wenn man schon den Strom
schaltet und die damit piekst, dann lassen die manchmal schon los. Also das ist dann natürlich der Optimalfall, weil dann kann man sie einfach abfischen und dann hat man sie sofort am Stück draußen. Wenn es nicht klappt, wenn sie zum Beispiel halt irgendwo in einer Höhle drin sitzen oder so, dann kommt man halt leider nicht drum rum, dieses Gewebe so gründlich wie möglich aufzulösen, weil wenn man halt vom Fuß noch ein Stückchen übrig lässt, dann wachsen die halt leider manchmal auch aus dem Fuß wieder komplett nach. Aber wenn man da halt das ein bisschen bewegt, ein bisschen rummacht, sodass dieses ganze Gewebe sich so schnell wie möglich auflöst, dann habe ich da eigentlich ganz gute Erfahrungen damit. Schnell ist auch noch halt, wie gesagt, das hatte ich am Anfang schon mal kurz erwähnt, diese Anemonen, da klappt es ganz gut, weil die halt fleischiger sind, weil die sich nicht so schnell zurückziehen. Bei Glasrosen kennt ihr selber, da braucht man manchmal nur einen Schatten zu machen und schon sind die weg. Deswegen mache ich da normalerweise so, dass ich mich halt so ein bisschen quasi anpirsche und die schon kurz davor habe und den Strom noch aus habe, reinpiekse und gleichzeitig den Strom anmache, dann können sie sich nicht mehr einziehen durch den Strom und dann kann man sie eben genauso auflösen. Aber genau da muss man halt auch vorsichtig sein, dass man da möglichst viel vom Fuß mit erwischt, damit das Gewebe aufgelöst ist, damit sie nicht wiederkommen. Aber das Gute ist, die ganzen Fetzen, die man dadurch erzeugt, die sind dann ja durch den eingelagerten Wasserstoff sehr leicht. Das heißt, die treiben dann alle nach oben und man kann sie entweder halt mit einem Netz direkt dann abkäschern oder man lässt dann halt einfach in den Filter saugen oder so. Okay, genau, das ist jetzt mal so ein bisschen wie, das ruckelt nur leider hier wahnsinnig. Genau, aber man sieht schon ein bisschen, also die hat sich jetzt nicht eingezogen, das heißt, man geht mit der Titanspitze rein und jetzt sieht man auch schon, wie sich das Gewebe immer weißer wird, immer schleimiger wird und auflöst und die Fetzen treiben dann halt schön nach oben. Das ist halt jetzt ein bisschen der ungünstige Fall, also wenn die irgendwo mehr auf einer Oberfläche direkt drauf sitzen, dann wie gesagt, lassen sie oft los, manchmal kann man sie auch direkt anpieksen oder durchstechen, den Strom anmachen, dann lassen sie los, dann nimmt man es mit der Nadel raus und streift es oben dann irgendwo ab, aber wie gesagt, das wäre jetzt so Worst Case, das dauert halt dann zwar eine ganze Weile, bis man das Ding auch aufgelöst hat, aber dafür habe ich halt bisher damit, wie gesagt, die besten Erfahrungen gemacht, dass die dann auch nicht wiederkommen an der Stelle, also ich habe da jetzt schon ganze Bereiche vom Riff komplett gesäubert, wo keine einzige mehr zu sehen ist, die halt vorher komplett bedeckt waren. Okay, das wäre es eigentlich auch schon. Wir sind jetzt, glaube ich, viel zu schnell. Ja, nee, fast. Genau, also wer möchte, das ist dann der Link direkt zu dem Artikel. Genau, und sonst findet ihr mich eben auch auf Instagram und auf korallen-meer.de ist mein Blog, wo es eben den Artikel auch gibt. Genau. Könnt ihr euch anschauen, ist relativ genau beschrieben, auch wie ich es erzählt habe, was ich halt alles schon versucht habe und die komplette Teileliste mit einer Bauanleitung. Okay, noch Fragen? Alle zufrieden? Gut. Ja, dann vielen Dank und noch viel Spaß auf der Messe. Danke.